Fast drei Monate stand der Ball still in der Flyalarm-Frauen-Bundesliga. Jetzt geht's wieder los, 17. Spieltag, die Post-Corona-Ära geht los. Turbine Potsdam zu Gast beim SC Freiburg und bei Turbine ein Debüt im Tor. Die 17-jährige Jamie Gerstenberg zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga im Einsatz. Sie im Tor für Vanessa Fischer. Rein in die Partie in Rot, das sind die Freiburgerinnen. Früh in der Partie, erste Minute, erste Möglichkeit. Und Gerstenberg zeichnet sich gleich mal aus. Gute Parade da gegen Starke. Die 17-Jährige ohne Anfangsnervosität. Beim Hinspiel, beim verrückten 5:4 für die Freiburgerinnen in Potsdam. Da saß sie zumindest schon mal auf der Bank. Und dann hatten sie Grund zu jubeln, die Damen von Turbine Potsdam. 20. Spielminute, Goscha Mesias mit dem 1:0 und dem einstudierten Torjubel. Aber das war luftig verteidigt von den Gastgeberinnen. Mesias bekommt zu viel Platz und da macht sie die Führung. Turbine hatte das Spiel jetzt im Griff. Wieder die Flanke, in dem Fall von der linken Seite. Kopfballtor Nummer 2, wieder eine Verteidigerin, Caroline Siems. Und auch da gibt es den einstudierten Torjubel. Schmielinski, die unter der Woche noch über Instagram Kritik an der Weiterführung der Saison geäußert hatte, hier mit dem Assist. Und Siems ebenfalls mit ganz, ganz viel Platz. Was kommt von Freiburg? Hier mal eine Möglichkeit von der Top-Torjägerin Clara Bühl. Aber Jamie Gerstenberg ganz souverän. Die 17-Jährige ein sicherer Rückhalt. Der Coach von Turbine, Matthias Rudolph, konnte zufrieden sein. Daniel Kraus auf der anderen Seite nicht wirklich. Turbine hätte ein, zwei Tore mehr machen müssen. Stattdessen diese Möglichkeit, diese dicke Möglichkeit für Starke. Und wieder Gerstenberg in doppelter Hinsicht mit einer Glanztat oder besser Glanztaten. Beim ersten Mal zur Stelle hier wieder. Die spielte sich so langsam in einen Rausch und die Vorderleute, ja, die bekamen nicht wirklich Gegenwehr. Defensiv beim SC Freiburg sah das nicht wirklich gut aus. Abschluss von Zadrazil. Mit Praschnika fehlte die 15-Tore-Dame bei den Gästen. Aber Jamie Gerstenberg, solides Debüt in Halbzeit Nummer 1, kann so weitergehen. Beim SC Freiburg muss man sich was überlegen. Trainer Daniel Kraus sollte aber die richtigen Worte in der Halbzeitpause finden. Zweiter Durchgang, 55. Minute, toller Pass. Erstmal von Kaikchi und dann, na klar, wer sonst? Clara Bühl mit Saisontor Nummer 9. Wunderbar aus der Drehung, der Steckpass. Und dann ist die Bald-Münchnerin extrem cool. Lässt da Gerstenberg keine Abschlussmöglichkeit. Ja, und das Spiel drehte sich so ein bisschen. Die Gastgeberinnen kamen jetzt richtig gut rein in die Partie. Mekro! Wir sind schon in der Schlussphase, 78. Minute. Die Schweizerin eingewechselt. Muss da zwingend den Ausgleich machen. Turbine Potsdam mittlerweile zu passiv. Die Brandenburgerinnen ließen Freiburg jetzt gewähren. Und da ging es wieder in Richtung Potsdamer Tor. Clara Bühl bekommt zu viel Platz. Die zieht einfach mal ab und schnürt den Doppelpack. Ausgleich. 2:2. Das Ganze in der 88. Minute. Kein Platz mehr da zum Jubel. Die Luft war raus. Und trotzdem trifft sie zum mittlerweile gar nicht mehr unverdienten Ausgleich. Die Potsdamerinnen viel zu passiv. Sie dachten, das Ding ist schon durch. Das Ding war aber nicht durch. Genauso wie in der Hinrunde im Oktober. Auch da gab es spät in der Nachspielzeit das Siegtor von Knaak. Die hier mit der Vorarbeit. Dann Gerstenberg mit dem Fehler und Mekro mit dem Siegtor. 3:2. Ja, gibt's denn das? Genau wie in der Hinrunde. Da war es ein 5:4 in Potsdam. Aber was ein Fehler natürlich von Gerstenberg. So eine starke Partie beim Debüt hier. Der klare Patzer und Mekro sagt Dankeschön. Trifft zum 3:2 der SC Freiburg, holt einen Dreier, den zweiten Heimdreier überhaupt in dieser Saison. Und Jamie Gerstenberg, da kamen dann die Tränen. Ja, das war ihr Fehler, ansonsten war es aber eine blitzsaubere Leistung. Der SC Freiburg gewinnt mit 3:2 gegen Turbine Potsdam nach einem 0:2 Rückstand zur Halbzeit. Das war mal eine starke Moral, ja, da können sie gut lachen. Der Start in die Saison. In die neue Saison nach Corona ist gelungen beim SC Freiburg. Top-Spiele der Flyer-Alarm Frauen-Bundesliga live bei Magenta Sport.